Okay, ein Flammenschutzring für dich. Sehr schön. Ja. Obwohl, ein Flammenschutzring für Imoen ist besser. So, weil die muss Feuerballfallen entschärfen. Beinahe unter meiner Würde. So, und jetzt wieder raus hier. Gut. Und einmal nebenan rein schlafen. So. Beinahe unter meiner Würde. Den Toten Hatten das hier verstecken noch wir, wie nie? Darauf würde ich aber gesagt, verlassen. im Schrank. Deswegen schlafen wir einmal adlig. So, das heilt auch ein bisschen. Nichts leichter als das. Und jetzt geht es nach Norden weiter. So. Um die Dumme. Die Truppe ist gerüstet. Los geht's. Genau, hier hin und dann hier hin. Und dann durchqueren wir Beregos und das nächste Gebiet zum Freundlichen Arm. Genau, weil hier haben wir uns noch gar nicht Nichts richtig leichter als das. umgeschaut. Wir haben zum Beispiel auch nicht geguckt, was westlich und östlich von diesem Gebiet überhaupt ist. Wir sind einfach gen Süden, gen Naschke gelaufen. Genau, da sind Beinahe unter nämlich noch meiner Würde. andere interessant aussehende Waldabschnitte, wo etwas sein könnte. Wo wir zum Beispiel Rauch von Lagerfeuern aufsteigen sehen hier in der Nacht. Apropos Lagerfeuer, hier ist das Hobgoblin-Lager gewesen, das Räuberlager. Das heißt, hier sollten wir uns etwas vorsehen. Ah, nur ein paar Kobolde. Aber ich glaube, hier so weit weg vom Schuss sind das keine mehr von Malahis Kobolden. Was wollt ihr hier lang? So, die haben aber wieder wie immer Schmuck bei sich und Edelsteine. Und ich glaube, das ist das letzte Mal jetzt, dass ich Kobolde Was wollt ihr? plündere. Gut. Für die Gefallenen! So. Stirb, Kobold. Wir müssen weiter. Genau, weil wir haben jetzt 10.000 Goldmünzen. Da müssen wir uns jetzt nicht mehr wirklich mit Kobolden abgeben. So, hier hoch. Hier ist das Gebiet wieder etwas zerklüftet. Kein Wunder, dass sich die Hobgoblins hier gerne eingenistet haben. So, hier ist nur ein Weg um die Klippen rum. Und ich höre schon wieder Hobgoblins in der Ferne grunzen. Genau, da Verschont unten. keinen! Och. Hier geht's nicht weiter. Also müssen wir da runter und außenrum können wir das Gebiet aufdecken und dann das Gebiet. Das dürfte ja nicht so lange dauern. Nicht so Hoffe ich viel mal. reden und mir kämpfen. Ach, der Hauptproblem ist schon da. Ich bin wirklich nicht mit ganzem Herzen bei der Sache. So. Weg mit dem Hauptkoppeln. Noch ein Hauptkoppel ins. Oh, eine ganze Meute. Verschont keinen. Für die Gerechtigkeit. Aber mit denen sollten wir eigentlich vielleicht klarkommen. Vorwärts, Marsch. Vorwärts. Genau. Ja, beinahe unter meiner Würde. So. Was wollt ihr? Nichts leichter als das.
Widersprüchende Farben. Und eine Halskette. Was? Gut. Ja, okay. Was waren die Hobgoblins hier? Die haben einen Weg wieder nach oben bewacht. Ah ja. Da oben rum scheint man auch weiter zu können, hä? Jo. Okay, bevor wir aber dann nach Norden gehen, decken wir das hier auf. Und hier war das Lagerfeuer, genau. Da war das Hobgoblin-Lager. Das eigentliche Lager. Kann sein, dass sich wieder Hobgoblins dort versammelt haben. Aber die sind mittlerweile ja nicht mehr so wirklich ein Problem. Außer es sind Hobgoblin-Eliten mit Giftpfeilen. Das können dann wieder anstrengend werden. So, hier rum, weil hier können wir nur hier die Nische erkunden. Dann das hier. Obwohl, wenn wir schon hier sind, können wir hier unten rumlaufen und das dann zum Schluss machen, wenn wir das Gebiet gen Norden verlassen. Aber nö, hier ist auch wieder nichts. Okay, da gehen wir jetzt mal um den See hier rum. Sieht jedenfalls aus wie ein See, nicht wie ein Fluss. Hier ist ein kleiner See. An der Stelle können wir sogar, glaube ich, irgendwo dann über den See auf die Insel. Oder auch nicht. Ja, ich hätte es nicht ansprechen sollen. Hobgoblin-Eliten. Wenigstens scheint Talisas Rettungswurf gegen Gift, also gegen Tod, mittlerweile hoch genug zu sein, dass sie nicht mehr so leicht vergiftet wird. Pfeile. Oh, Pfeile nehme ich mal mit. Pfeile für Imoen. Ja, die hat hier definitiv genug Pfeile. Warum hast du die Zauberformel bei dir? So. Khalid, Khalid, Khalid. Khalid und noch mehr Khalid. So. Und ja, irgendeiner hat schon mal in meinen Kommentaren gesagt, dass ich ein bisschen ordnungsfanatisch bin. Aber so übersehe ich nicht irgendwas Wichtiges, wenn ich ein bisschen Ordnung drin habe. Genau, hier können wir auf die Insel rüber. Jedenfalls auf eine von den beiden Inseln. Ja, es sind zwei Inseln in einem kleinen See. Genau. Und vor dem See geht ein Fluss nach Süden ab. Das wird wahrscheinlich der Fluss sein, der nach Nashkel reinmündet. Ja. Wir sind ja nur 4 Stunden von Nashkel weit weg. Und durch Nashkel fließt ja ein Fluss. Wir überqueren ja sofort, wenn wir in Nashkel ankommen, von Norden aus eine Brücke über den Fluss. Hallo Ghoul. Schwatzender Ghoul. Noch ein schwatzender Ghoul. Noch ein Ghoul. Also ja, die Wälder haben sich wohl Kannibalen zurückgezogen. Wie gesagt, Ghoul waren ja mal Menschen, die kannibalisch wurden und sich durch das in Ghoule verwandelt haben. Obwohl, ich glaube, Ghoule sind doch eine Art Untoter. Sind die da gestorben und als Ghoule wieder zurückgekommen? Ich weiß es auch nicht genau.
Es gibt nämlich so viele, ja, es gibt auch verdammt viele verschiedene Regelwerke von Pen-and-Paper-Spielen, in denen es auch, wieder anders ist. Aber ich glaube, im Allgemeinen sind Ghule und Tote, die in ihrem Leben Kannibalen waren. Also so ist es, glaube ich, sogar in, im Schwarzen Auge. Aber ich glaube, auch bei Dungeons & Dragons ist es so. Also ich weiß auf jeden Fall, Ghule sind hier Kannibalen gewesen. Das wird auch in dem Spiel Planescape Torment ziemlich deutlich. Portal Bendarwinder. Wer runter von meinem Grundstück, ihr Eindringlinge? Verdammt! Dann geht's zum Arzt. Ihr Eindringlinge. Hartes Eremiten nehmen, wenn einen die Leute immer mit Fragen nach dem Sinn des Lebens belästigen. Lest doch einfach ein Buch. Portal Bendarwinden befiehlt es so. Entschuldigt, dass ich euren Frieden störe. Also wir können ihn als Dummkopf bezeichnen. Wir können ihn wirklich belästigen nach dem Sinn des Lebens. Entschuldigt, dass ich euch um viele störe. Ihr seid ohne Zweifel so isoliert, weil ihr allein bleiben wollt. Hm, auf jeden Fall. Das und meine seltsamen Angewohnheiten. Außerdem haben die Leute nichts gegen Ratschläge, wenn sie sowieso welche brauchen. Aber es geht ihnen dann doch auf die Nerven, wenn einer andauernd Sprichwörter und Volksweisheiten von sich gibt. Das ist schlimmer, als wenn einem eine Laus über die Leber läuft, versteht ihr? Na, na? Puh, es macht wirklich keinen Spaß, euch anzusehen. Also wir können richtig sauer drauf reagieren oder ein bisschen beleidigt. Und bei Talisa ist es eher beleidigt. Eure Beleidigungen sind fehl am Platze. Ich wollte nur sprechen und ihr hättet nur Nein sagen müssen. Ich werde euch jetzt verlassen. Wartet noch. Es tut mir leid. Ihr habt meine Worte missverstanden. Ich bin manchmal etwas unverständlich, will mich jetzt aber klar ausdrücken. Ich meinte, dass man eure Aura kaum ansehen kann. Okay, wieder so einer, so wie der Astrologen-Zwerg-Gnom da, der geträumt hat, dass einer von uns beiden stirbt. Sie ist so außergewöhnlich instabil. Ihr seid buchstäblich nicht mit euch selbst im Reinen. Und so etwas wie euch habe ich noch nie gesehen. Aber das kann auch daran liegen, dass Menschen eures Schlages nicht besonders lange leben. Unsere Schlagesabenteurer? Ich würde euch ein gewaltsames Ende prophezeien, aber ich kann eure Zukunft nicht sehen. Es sieht so aus, als sei eure Münze auf der Kante zum Stehen gekommen. Das kann sehr selten mal passieren und ist auch nicht so gut, wenn man kein Schicksal mehr hat. Also weder ein gutes noch ein böses. Auf der Kante stehen. So genug geredet. Ich habe schon zu viel von eurer und meiner Zeit verschwendet. Geht jetzt. Ja, mehr sagt er uns nicht. Verdammt! Wir könnten ihm nochmal dasselbe fragen, eigentlich, oder ihm was anderes fragen. Ah, wir verschwenden, glaube ich, bei dem nur Zeit. Bei dem senilen Typen. So, schauen wir uns lieber die hübschen Blumen hier an. Ja. Paar Bäumchen. Wir sind hier wieder mitten in einem Waldgebiet oder in einem bewaldeten Gebiet. Also es gibt noch schlimmere Waldgebiete. Hust, hust. Zu dem wir später noch kommen werden. Wir haben ja hier in dem Gebiet hier nur einen dichten, undurchdringlichen Wald gesehen, einen uneinladenden dunklen, den wir nicht besuchen wollten. Den wir ganz, ganz doll meiden wollen. Aber hier ist es einigermaßen schön, was die Bäume angeht. Ein paar Bäume können auch schön sein. Ja, man merkt, es ist ein altes Spiel. Es fehlen Windanimationen an den Bäumen. Wäre auch ein bisschen zu viel verlangt, glaube ich.
für das alte Spiel.